Lothar Lehner, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Ich darf heute Morgen begrüßen Frau Dorothee Gahl von der Firma Gahl Office GmbH. Ich selber bin Repräsentant des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft in der Region Stuttgart mit Schwerpunkt Landkreis Göppingen. Die Frau Gahl, Dorothea Gahl, ist Mitglied in unserem Verband, arbeitet auch für mein Unternehmen Lehner Management GmbH, gleichzeitig der Partner des BVMW im Office- und Sekretariatsbereich. Und sie macht aber weitaus mehr als ausschließlich Sekretariat und Büro, klassische Büroaufgaben. Und darum geht es heute auch. Jetzt darf ich erstmal guten Morgen sagen, liebe Frau Gahl, liebe Doro. Wir kennen uns ja schon länger jetzt mittlerweile. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Lothar, auch von mir und an Sie, liebe Zuseher. Mein Name ist Dorothea Gahl, ich bin die geschäftsführende Gesellschafterin der Gahl Office GmbH. Unser Sitz ist in Erdmannhausen im Landkreis Ludwigsburg. Und wie du schon gesagt hast, lieber Lothar, neben klassischer Bürotätigkeit bieten wir deutlich mehr. Wir sind neben Bürotätigkeit auch im Rechnungswesen tätig und arbeiten dort mit dem Buchen der laufenden Geschäftsvorfälle vorwiegend mit Lexware und Wieso mein Büro. Zurzeit werden wir eingearbeitet in DATEV, sodass wir auch in diesem Bereich tätig werden können. Neben dem Rechnungswesen unterstützen wir Firmen auch im Controlling. Das bedeutet, wir erstellen Reports für Kosten und Erlöse und im Investbereich. Hier dokumentieren wir die monatlichen Zahlungen mit Forecasts aufs Jahresende. Wir erstellen Soll-Ist-Vergleiche zum Plan und den einzelnen Ist-Erwartungen. Im Investbereich errechnen wir die zu erwartende AFA aufs Jahresende gesehen und berücksichtigen auch in diesem Bereich die geplanten Umfänge. Die Zahlen bereiten wir sicher in Excel auf und präsentieren sie dann in PowerPoint. Unsere Zielkunden reichen vom kleinen Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen über den Mittelstand bis hin zum Konzern, bei dem wir gerne im Abteilungscontrolling tätig sind. Das von meiner Seite, Lothar. Hast du noch Fragen? Ja klar. Wie lange gibt es euch denn schon? Meine Firma gibt es seit 2004. Wir haben als Einzelunternehmen angefangen und gewandelt 2018 in die GmbH. Ja, ist ja super. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Team Gahl? Im Moment sind es 2 Mitarbeiter. Wir hatten schon 4. Wir sind also ein ganz kleines Unternehmen, aber wenn möglich, expandieren wir auch noch. Ja. Für den Mittelstand und auch kleinere Unternehmen sehe ich das eigentlich als ganz wichtige Dienstleistung. Denn ich sage hier mal, der Tacho im Unternehmen ist ja was ganz Wesentliches, was Wichtiges, um zu wissen, aha, wo geht's hin, wie schnell bin ich unterwegs, komme ich durch die nächste Kurve hindurch. Und Kurven haben wir im Moment auch durch die aktuelle Krise ja mehr als genug. Die Zeitungen und die Medien werden immer voller mit Hiobsbotschaften. Hast du noch eine ganz einfache Empfehlung, so einfach aus dem Bauch raus, aus der Erfahrung heraus für kleine und mittelständische Unternehmen, wie man mit dieser Krise auch umgehen kann in organisatorischer Hinsicht, hinsichtlich des Rechnungswesens und der Betriebsorganisation? Also wichtig ist einmal, Ausgaben, die nicht notwendig sind, im Moment hinten anzustellen, zu sagen, lieber investiere ich in die Zukunft und gebe das, was ich sonst für Sachen, die nicht wirklich notwendig sind, ausgebe, hinten anzustellen und zu sagen, wir investieren in ein gutes Controlling, das dasteht und sagt, hier guck mal, in dem Bereich passt es einfach nicht. Da sind deine Ausgaben höher als die Einnahmen und hier musst du ganz detailliert aufgezeigt bekommen, wo es nicht stimmt. Und ein gutes Controlling zeigt einfach, wo eine Firma besser aufgestellt sein kann und ihre Leistung
deutlich besser verkaufen kann oder die Produkte. Das zeigt, ja, sag du. Die Zeit ist gleich wieder zu Ende. Eine Abschlussfrage: Ist die Mitgliedschaft im BVMW eine Ausgabe oder eine Investition? Unbedingt eine Investition. Unbedingt, weil Netzwerken ist das Allerwichtigste, was man im Moment in Corona-Zeiten tun kann. Es gibt nichts Besseres als ein gutes Netzwerk. Und hier ist der BVMW das Allerbeste, was man sich vorstellen kann. Der Lothar Lehner im Kreis Göppingen ist da ein Paradebeispiel dafür, was Netzwerken an guten Dingen bringen kann. Da möchte dann ich ganz herzlich bedanken. Dann danke ich noch für diese Empfehlung, liebe Dorothea Gall, und ich darf das meinerseits zurückgeben, die Erkenntnisse und auch die Erfahrungen, die ich mit Gall Office GmbH bisher machen durfte, sind einfach ganz hervorragend. Ja, ich wünsche einen schönen Tag nach Erdmannhausen, bedanke mich für das tolle Gespräch und freue mich auf den nächsten Kontakt, liebe Dorothea Gall. Ich wünsche auch dir alles Gute und einen schönen Tag, und mir geht's genauso. Alles Gute. Dankeschön.